Lauren und ich sind sehr verschieden. Sie ist aus der Stadt, ich vom Land. Aber Gegensätze sollen sich hier anziehen. Hoffentlich stimmt das hier. Danke, James. Kein Thema. Wir sind Nachbarn und als ich mal mit meinem Hund Gassi ging, kam ich irgendwie mit dieser unglaublich süßen Blondine ins Gespräch. Ich fand sie sofort toll und jetzt ist sie eine meiner besten Freundinnen. Aber wenn ich nichts unternehme, verpasse ich eine Riesenchance. Die Stühle sind zu niedrig. Es müsste so sein. Nimm doch ein Kissen. Okay. Das ist doof. Jetzt komm schon. Na los. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und für das College hergezogen. In Arkansas hätte ich auf keinen Fall ein Mädchen wie Lauren kennengelernt. Sie ist alles, was ich schon immer wollte. Da ist dein Fisch. Wo? Pech, jetzt ist er wieder weg. Sie denkt, sie ist mein Date-Coach, aber ich sag ihr, was wirklich Sache ist. Wie immer. Das Herz hat einen Riss, das Arme. Ich hab's nicht hinbekommen. Ich gehe sonst immer eher auf Nummer sicher und jetzt riskiere ich, meine beste Freundin zu verlieren. Aber wenn das klappt, bin ich ein echt glückliches Landei. Seht mal, voll eklig, oder? Sehr lecker. Ich will jetzt mehr als Freundschaft. Schieß los. Mein Kumpel Brian ist mir ziemlich ähnlich. Ich hoffe, er kann mir Tipps für das Date geben. Und beim Pistolenschießen kann ich einfach am besten über meine Gefühle reden. Ich bin schon lange in Lauren verknallt und will ihr das jetzt endlich sagen. Was hältst du davon? Ziemlich mutig. Ihr müsste eigentlich klar sein, dass ich sie mag. Immerhin flirten wir ständig. Aber ich konnte es ihr nie richtig sagen. Ja. Ich glaube, das wird jetzt Zeit. Und wenn sie Nein sagt? Ich wäre traurig. Ich will sie als Freundin nicht verlieren. Das wäre, als würde ich dich verlieren. Oh. Ja. Wenn sie mich abweist, wäre das krass. Ich würde eine meiner besten Freundinnen verlieren und ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Gleich ist sie da. Heute ist es soweit. Ich habe sonst selten Angst. Aber entweder verliere ich heute eine gute Freundin oder ich komme mit ihr zusammen. Und beides macht mich nervös. Hallo. Was geht? Ich bin sehr gut mit James befreundet und durch mich sieht er das Date mal mit den Augen der Frau. Das würde er so nicht hinkriegen. Und, freust du dich schon? Ja, aber ich bin auch aufgeregt. Aber noch nicht gekotzt. Nein, hatte ich nicht geplant. Das wäre auch nicht so toll. So fängt der Tag gut an. Ich krieg Besuch von einem wunderhübschen Mädel. Aber so langsam bekomme ich Angst. Wenn es nicht klappt, verliere ich sie. Und einen besseren Fang als Lauren gibt es nicht. Es ist die Trophäe für den Kamin. Ich gehe mit dir angeln. Ihr geht also angeln. Okay. Glaubst du, das ist gut? Angeln macht doch eigentlich immer Spaß. Ja. Mir jedenfalls. Und es ist so ein Abenteuerding. Ja, es ist zumindest etwas, das nicht jeder macht. Sonst geht man immer essen und ins Kino. Aber angeln würde mir nicht unbedingt einfallen. Womit könnte ich sie beeindrucken? Du hast viele gute Eigenschaften. Ich habe viel zu bieten? Ja, ziemlich viel. Aber damit jemand einen nicht nur körperlich anziehend findet, muss man den anderen auch faszinieren. Weißt du, was das ist? Nein, was? Ein Köder für rote Trommler. Was ist das denn? Salzwasserfische hier in Florida. Aha. Cool, was? Ich war noch nie auf dem Meer angeln. Das ist Hammer. Auf so Boote gehe ich nicht so gern. Warum? Da kann zu viel schief gehen. Du hast zu viel Angst. Wahrscheinlich. Ich ziehe mich jetzt an. Gut. Du kannst ja hier warten. Letzte Vorbereitung. Schon fertig. Was sagst du? Sieht sehr gut aus. Ich fühle mich gut drin. Ist das gut? Super. Ich bin stolz auf dich. Dann los. Komm, steig schnell ein. Hoffentlich hört es auf zu regnen, damit wir angeln gehen können. Scheiß Wetter. Wenn wir nicht angeln gehen können, kann ich ihr nicht zeigen, wer ich wirklich bin.
Und dann wird unser Date bestimmt nicht so gut. Das wird schon. Das Wetter klart auf. Ja. Es geht los. Ich bin nervös. Ja, ich auch schon. Das ist für mich einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Kann man da bereit sein? Also, atme tief ein und aus. Locker bleiben? Ja, und sei nett. Sei ein Gentleman. Komm her. Vielen Dank. Klar doch. Gut. Ciao. Meld dich dann. Hey, Lauren. Ich muss dir noch was sagen. In Wahrheit ist es so, wenn ich morgens aufwache, denke ich an dich. Und wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich an dich. Ich habe mich schon am allerersten Tag in dich verliebt. So ist mir das noch nie mit einer Frau gegangen. Es kommt kein anderes Mädel. Das alles ist für uns beide. Und ich will dich fragen, ob du mit auf das Date kommst. Okay. Ja, na klar. Okay. Ja. Und jetzt kannst du endlich mal auf einem Boot angeln gehen. Oh je, echt jetzt? Nein, das wird super. Dann los. Gut. Ich bin einfach endlos glücklich. Meine Traumfrau kommt endlich mit mir auf ein Boot und in mein Leben. Und? Ist doch ziemlich gut bisher, oder? Total. Ein ziemlich interessanter Nachmittag. Ja. Das kennst du von unserer Gegend nicht, was? Ja, das stimmt wohl. Einmalig, oder? Das ist zwar gar nicht mein Ding, aber deins. Sie verhält sich schon anders als sonst. Keine Ahnung, ob ich sie mit dem Date total abgeschreckt habe oder ob sie es am Ende gut findet. Und jetzt? Sag, was willst du wissen? Das ist echt kompliziert. Wir sind ja echt gut befreundet. Aber ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Was ist mit dir? Wie siehst du das? Wie ich das sehe? Du bist unsicher? Ja. Ich habe das Gefühl, als wäre ich auf einem sinkenden Schiff gefangen. Warst du nur deshalb so lange mit mir befreundet, weil du mich gern daten wolltest? Nein, es macht einfach Spaß, Zeit mit dir zu verbringen. Aber ich bin eben bereit für mehr. Ich nicht. Für mich ist das leider völlig anders. Ach so. Tut mir leid. Ist okay. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Gut. Und ich will, dass wir Freunde bleiben. Ja? Durch dick und dünn. Auch ohne Date? Na klar, ich komm drüber weg. Okay. Es tut mir total leid, ihn so zu enttäuschen. Wir sind echt gute Freunde und ich will ihn ja nicht verletzen. Aber ich muss ehrlich zu ihm sein. Und James ist einfach nicht das, was ich suche. Sollen wir zurück? Ja. Okay. Mir wurde gerade das Herz rausgerissen und ins Meer geworfen. Ich fühle mich total leer, weil sie jetzt nie richtig zu mir gehört. Danke. Komm. 2 Wochen später. Seit dem Date haben Lauren und ich uns ein paar Mal gesehen. Aber es war komisch. Seit ich nicht mehr so viel mit ihr mache, habe ich wieder mehr Zeit fürs College. Außerdem habe ich mir einen neuen Jetski gekauft und gehe wieder öfter angeln. Ich bereue nicht, dass ich es getan habe, sonst hätte ich nie erfahren, ob was draus wird. Und das Schlimmste im Leben ist, etwas zu bereuen.